Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Der Aufstieg Österreichs zur Großmacht, Erbfolgekriege und Siebenjähriger Krieg im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Aufstieg Österreichs zur Großmacht, Erbfolgekriege und Siebenjähriger Krieg. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, im Jahr 1521, wurden im sogenannten Wormser Erbteilungsvertrag die weltweit, zum Beispiel in Amerika und Europa verbreiteten großen Besitzungen der Herrscherfamilie der Habsburger, laut Kaiser Karl V., ein Reich, in dem die Sonne nie unterging, zwischen den spanischen und österreichischen Habsburgern aufgeteilt. Die Familie der Habsburger wurde geteilt. Es entstand eine spanische Linie, also die Habsburger in Spanien, und eine österreichische Linie, die Habsburger im Heiligen Römischen Reich und damit auch in Österreich, unter der Führung von Ferdinand I. Dieser war wiederum ein Bruder von Karl V. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 1529, kam es zur ersten erfolglosen Türkenbelagerung Wiens. Und die Osmanen zogen ihre Soldaten in das vorher von ihnen größtenteils eroberte Ungarn zurück. Der Versuch der Osmanen, Europa zu erobern, ist mit dem Scheitern bei Wien zumindest vorläufig gescheitert. Im Dreißigjährigen Krieg von 1648 können sich die Habsburger zwar nicht als absolute Herrscher in Deutschland, also im Heiligen Römischen Reich, durchsetzen, aber ihre eigenen Besitzungen verteidigen und dort uneingeschränkt herrschen. Sie herrschten also absolut in Österreich. Nach der zweiten erfolglosen Türkenbelagerung Wiens in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch die Osmanen konnten die Armeen der österreichischen Habsburger unter der Führung des Feldherrn Prinz Eugen zumindest mehr Gebiete am Balkan von den Osmanen erobern. Österreich wurde endgültig zu einer europäischen Großmacht. Nachdem der letzte männliche spanische Habsburger gestorben war, kam es Anfang des 18. Jahrhunderts zu einem europaweiten Kampf, dem sogenannten Spanischen Erbfolgekrieg, um deren Besitzungen. Die österreichischen Habsburger konnten aus diesem Erbe unter anderem Gebiete in Italien und Belgien für sich gewinnen. Nachdem der letzte männliche österreichische Habsburger, Karl VI., gestorben war, kam es Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem europaweiten Kampf um deren Besitzungen, dem österreichischen Erbfolgekrieg. Maria Theresia, die Tochter Karls VI., konnte den größten Teil des Erbes für sich gewinnen. Die erzwungene Abtretung der reichen Provinz Schlesien an den Preußenkönig Friedrich II. Führten zu einer lange andauernden Auseinandersetzung zwischen Österreich und Preußen um die Vormachtstellung in Deutschland. Im Siebenjährigen Krieg kämpften in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, von 1756 bis 1763, einerseits die miteinander verbündeten Staaten Preußen und Großbritannien und andererseits Frankreich, Österreich und Russland um die politische Vorherrschaft. Da Großbritannien und Frankreich Besitzungen außerhalb Europas, also sogenannte Kolonien, besaßen, wurde dieser Krieg weltweit ausgetragen. Großbritannien gewann große Gebiete von Frankreich in Nordamerika und Indien. Preußen konnte sich als europäische Großmacht und Gegenmacht zu Österreich in Deutschland etablieren und schließlich Schlesien behalten. Frankreich verlor seine militärische Vormacht in Kontinentaleuropa. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema Das Zeitalter der Aufklärung.